Heute startet hier das Auftaktwochenende zu Prototype. Wie Sie sehen, treffen die Teilnehmer gerade ein. Wir starten mit einer kleinen Einführung, einem Grußwort von Ronald Schild. Dann findet der Ideenbasar statt, an den sich unsere Lunch-Speech von Christian Lüttke anschließt, bevor wir am Nachmittag aus den vielen Ideen, die wir heute Vormittag sammeln, 4 auswählen, an denen morgen weitergearbeitet wird. Meine Erwartung an das Projekt Prototype ist, dass die Säulen des Buchhandels enger zusammenrutschen, gemeinsam den neuen Markt abbilden und sich gegen Mitbewerber von außen verteidigen. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier sein kann und bin schon sehr gespannt darauf, mit anderen Branchenteilnehmern über die Branche zu diskutieren und Lösungen zu finden für Probleme, von denen wir noch gar nicht wussten, dass wir sie vielleicht haben. Ich bin gespannt, was wir hier zustande bringen können. Ansonsten denke ich, dass es auf jeden Fall schon mal gut ist, dass wir uns hier vernetzen können. Also ich habe mir bewusst vorgenommen, nicht zu viele Erwartungen reinzustecken, aber lass mich gerne positiv überraschen, wie das Ganze ausgeht. Ich freue mich auf den Tag heute. Ich hoffe, dass wir ganz anregende Diskussionen führen können zu den unterschiedlichsten Themen, also und auch mit den unterschiedlichsten Personen, sage ich mal jetzt nicht nur aus dem Verlagsbereich, sondern Sortimenter, Studenten, um halt auch unterschiedliche Impulse einzufangen und dass es halt einfach eine tolle Diskussion wird. Und dass wir tolle Themen finden, die wir auch dann morgen Abend verabschieden können und dann in Gruppen weiterarbeiten. Also mich interessiert an dem Projekt Prototype natürlich die Idee, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wir sind eine PR-Agentur, eine Marketing-Agentur und wir machen uns viele Gedanken darüber, wie das Buchmarketing, das Autorenmarketing, das Verlagsmarketing der Zukunft aussehen könnte und natürlich, wie in all dem auch die Buchhandlungen eingebunden sind und eingebunden bleiben. Und das ist das, was mich hier am meisten interessiert. Gute Lösungen zu finden oder also einfach einen Weg zu finden, was man alles noch machen könnte, sozusagen eine neue Perspektive eröffnen. Und das ist bestimmt spannend. Also. Zuallererst freue ich mich natürlich auf ein schönes Treffen hier. Ich habe gehört, die Teilnehmerschaft ist sehr rege. Es sind viele Berufstätige auch dabei. Das spricht an sich für das Programm und die Begeisterung. Jetzt liegt es letztendlich an uns Experten, wie wir damit umgehen. Erwartungshaltung. Also ich wünsche mir, oder ein interaktiver Austausch kann letztendlich nur funktionieren, wenn wir gemeinsam an der Sache arbeiten und uns auch offen und dem Problem stellen. Und das soll ja jetzt starten über das Wochenende. Darum ist es mir auch wichtig, dass wir einfach eine emotionale Gegebenheit hier entwickeln. Ja, das ist für mich Punkt 1. Der zweite Punkt ist natürlich, dass jeder seine Probleme aus dem Verlagswesen, aus verschiedenen Positionen, die er mit sich bringt, in das Programm einbringt. Und es gibt ja immer unterschiedliche Charaktere und Ziel ist es, die zusammenzufiltern in ein Team, in eine Grundidee, wo sich die unterschiedlichen Leute halt committen und sagen, hier, ich möchte an diese Idee oder ich glaube an diese Idee und ich möchte jetzt mit dieser Idee mit dem Programm und mit uns als Experten unterstützt werden und durchgeführt werden.